Ja, guten Morgen. Willkommen, ihr Lieben, zu Schlussmacher, die Show. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr Schnuckimäuse hier. Thank you. I love you. Ihr zu Wien. I love you. Oh yeah, I do. Die Frage ist, wie viele Männer sind heute hier? Geil. Und seid ihr mit euren Freundinnen? Wem von euch wurde Sex danach versprochen heute? Wirklich? Geil. Das ist, siehst du? Das ist eine coole Freundin. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen was von dem wunderbaren Film Schlussmacher. Schlussmacher ist eine Geschichte über eine Freundschaft von zwei Männern anhand so einer Trennungsagentur. Also es gibt ja wirklich mittlerweile auch in Berlin so Agenturen, da gehst du hin, da rufst du an und sagst, ja, oh, meine Alte nervt oder der Alte hängt nur noch mit einer Jogginghose auf der Couch und guckt Pornokanäle. Ich würde gerne die Beziehung beenden. Könnten Sie vorbeigehen und denen das sagen und gleichzeitig den Umzug mitplanen? Und in dem Film geht es eigentlich darum, dass ich bin so Trennungsagent und ich trenne irgendwann, ist einer meiner Aufträge, Milan. Und Milan Peschel heißt in dem Film Thorsten Kuhlmann. Und da seht ihr jetzt sozusagen, wie ich als Paul zu ihm nach Hause komme und ihn versuche zu trennen. Und er glaubt es einfach nicht und versucht, seine Ex-Freundin anzurufen. Und das seht ihr jetzt, mein Lieben. Viel Spaß dabei. Schnurzel. Schnurzel wird angerufen. Diese Nummer ist nicht vergeben. The number you dial. Kann doch gar nicht sein. Herr Kuhlmann, gucken Sie mal, hier habe ich eine Broschüre für Sie. Und Ihr persönliches Happy End. Milan wieder ein Hoch von so, das ist immer, diese Agentur, wenn man, also verteilt immer so Happy End Pakete, ne? Persönliches Happy End, Alkohol, Kondome, auch ein paar Karten wieder mal für Musical und so, für die Frauen Musical, für die Männer Fußball, zweite Liga. Kommst du auch vom Weihnachtsmarkt? Du lachst ja ein bisschen wie ich, nur noch höher. Herzlich willkommen im Club. Du kleine Maus. Das finde ich lustig. Jetzt müsst ihr auch anfangen zu kotzen, du. So lachen muss und gleichzeitig kotzen. Ja. Nee, pass auf, also wie gesagt, also der Tod hat so ein bisschen ein Problem, der will immer nicht alleine schlafen. Also das ist ein Typ, also meine Rolle ist eher so, der erträgt keine Nähe und seine Rolle ist ein bisschen, der braucht immer sehr, der ist sehr haptisch, sagen wir es mal so. Das ist jemand, der möchte auch gestreichelt werden. Warum machst du das? Ich hab dir doch gesagt, ich kann nicht alleine schlafen. Ja. So. Was für eine Überraschung. Hat er dich da ausgelacht? Der Milan, ob er mich ausgelacht hat? Wie gesagt, ich werde immer ohnmächtig, wenn er anschwillt. Ich mache ja seit 15 Jahren auch schon so ein bisschen Filme. Ich habe viele Kolleginnen in meinem Land schon kennengelernt und getroffen und mit denen gespielt.
Und ich wollte unbedingt, ich bin ein großer Fan von brünetten Frauen, einfach, also auch im Film als meine Partner, weil ich das einfach mag als Pendant. Ich bin blond, blaue Augen, ne, groß, gut gebaut. Bei Robert die Katze, als wir Castings hatten, kam eine Kanadierin aus Quebec. Und die fand ich so süß, einfach weil die so speziell war. Die ist so eine Mischung aus Juliette Binoche und Sophie Marceau. Und die habe ich geholt für den Film. Und das Ding ist halt so, meine Figur lässt halt keine Nähe zu. Wir haben gerade den Akt miteinander vollzogen in der Szene. Und ich ziehe mich an und gehe nach Hause. Liebst du mich eigentlich? Weil wenn nicht, dann würdest du mir das Herz brechen. Mann, Nathalie, Liebe, weißt du, das ist so ein großes Wort. Na, guck doch mal, das, was wir haben, das reicht doch. Ist auch schön. Weißt du, ich muss also den morgen früh raus, ich muss zum Sport und ich, ich ruf dich an. Und dann hört man nie wieder was von den Schweinen. Männer sind Schweine. Nein, aber es muss ja halt um die, ja, du klatscht mit deinem Glitzerkleid hier. Ja, weißt du. Meine Figur, also der Paul, den ich spiele, der kann Partner werden seiner Firma und er braucht dazu 1000 Trennungen und er hat noch 10 Stück zu erledigen. Dazu braucht er Hilfe von Toto. Und Toto soll jetzt einfach einer Blondine erklären, dass es gut ist, sich zu trennen. Und Milan, der den Toto spielt, glaubt ja unglaublich an die Liebe und an Nähe und alles andere. Und er tut wirklich komplett das Gegenteil, anstatt ihr zu sagen, es wäre besser, wenn sie sich trennen sollten. Und das ist jetzt folgende Szene. Wissen Sie was? Wir schlafen nicht mal mehr miteinander. Außer an Geburtstagen, Silvester, Ostern. Naja, oder wenn er total besoffen ist. Ich meine, wenn ich mehr Bock habe, mit dem Typen zu schlafen, als er mit mir, da läuft doch irgendwas schief, oder? Und ich liebe Sex. Ich auch. Ich sag Ihnen mal was. Arbeiten Sie an sich, drücken Sie bei Ihrem Freund die richtigen Knöpfe und dann wird das auch wieder. Versprochen. Ja. Ist doch auch zum Teil so, oder? Wem ist das schon mal so gegangen, dass man so, dass Männer am Anfang so unglaublich viel Zeit hatten, es gab viel Blumen, viel Aufmerksamkeit und auf einmal kommt das neue FIFA 2013 nach Hause? Ist so. Ist mal die Frage. Also würde mich mal interessieren, kann jemand mal die Hand heben, die das schon mal so gegangen ist? Siehst du, richtig recherchiert. Nur einer. Ja, richtig recherchiert. Also, es gibt ja Leute, denen das so geht. Also pass auf, haben bei What a Man, war es so, ich wollte unbedingt zwei Leute haben in dem Film bei What a Man, das hat nicht geklappt. Leider haben Justin Bieber und Lady Gaga nicht zugesagt. Aber nee, ich wollte unbedingt zwei Leute haben, zwei Komiker, zwei hessische Komiker, die ich einfach sehr liebe. Ne? Herr Rogemar. Und sie haben eine grandiose Szene gespielt. Und Milan und ich sind unterwegs, wir brauchen in Frankfurt ein Hotel. Es gibt aber kein Hotelzimmer. Und wir kommen dahin und die zwei Jungs müssen uns jetzt irgendwie in ein Zimmer verfrachten. Und wer das ist, seht ihr jetzt. Hi, gute Wie, Jungs? Bitte? Entschuldigen Sie, mein Kollege hat ein sehr starkes Hessisch, ja. Schönen guten Abend, die Herrschaften. Was können wir denn für Sie tun? Ja, mein Name ist Vogt, ich habe reserviert. Sie haben reserviert, das wird so sein, da werden wir gleich mal gucken. Es ist allerdings, sehe ich hier, ein kleines Problem. Sie haben nur für eine Person reserviert, Herr Feucht. Nur für eine, ja. Ja, dann nehmen wir halt noch ein Zimmer. Ich kann nicht alleine schlafen, sonst bin ich morgen schon wieder müde. Das wirst du aber müssen. So. Das ist sicherlich so nicht richtig, denn wir haben leider nur noch ein Zimmer. Ja, nur eins haben wir noch. Das ist Messe. Das ist in Frankfurt. Messe. Geht nichts. Messe. Messe. Frankfurt. Herr Feucht. Messe. War sehr lustig, oder? Hä? Das ist Messe in Frankfurt. Messe. Da geht nichts. Messe. Da ist einfach manchmal gar nicht so leicht, auch ernst zu bleiben. Kennt jemand böse Mädchen? Und Manuela ist da sozusagen die etwas beleibtere. Und ich wollte mit Manuela immer was machen, weil ich die einfach immer sehr lustig finde. Und da habe ich ihr eine kleine Rolle so ein bisschen in den Film reingebaut. Und es geht darum, dass Toto diese Frau eigentlich so ein bisschen rumkriegen soll. Wir wollen sie filmen, in Flagranti erwischen. Ne? Nur leider geht das schief. Und die Frau verkloppt uns. Und wir müssen vor ihr fliehen. Und Manuela fand ich wirklich echt geil, weil die hat das so lustig gespielt und die hatte keine Scheu vor gar nichts. Das seht ihr jetzt. Okay, ich fahr los! Ah!
Die heruntergefallen! Oh Gott, die ist runter! So geht das den ganzen Film lang. Es gibt ja so Leute, wie Milan auch in dem Film, die selbst eine Tomate so lecker finden, dass man daraus machen kann, eine Viertelstunde durch, schmeckt lecker, die Tomate. Oh, was ist das denn? Oh, Mann, das ist eine Kartoffel. Oh, ist das lecker. Und darum geht es, wir sind sozusagen zu Hause bei meiner Schwester, die sitzt mit meiner Ex-Freundin am Tisch. Was mit der Ex-Freundin ist, werdet ihr gleich sehen. Und es geht eigentlich so darum, dass Milan sich bei denen so einschleimen will, dass er gemocht wird, ne? Von denen. Und ich keinen Bock habe auf die ganze Nummer und eigentlich möchte, dass er bei denen bleibt. So, und das seht ihr jetzt! Seid ihr lesbisch? Ja, wieso? Ist das ein Problem für dich? Nee. Wow. Na, ja. Ja, schade. Ich meine, so schöne Frauen. Komisch, ich dachte immer, Lesben, das wären Frauen mit kurzen Haaren und wenig Busen. Was? Nee, hast du die Mädels hier gerade die ganze Zeit beim Essen auf die Brüste gestarrt? Ih, du bist bestimmt so einer, der schon bei dem Wort Lesben an Sex denkt. Paul, nicht jeder Mann denkt immer gleich an Sex, okay? Hör zu, kein Mann sieht in einer Frau nur einen Mensch, außer er ist schwul. Ja, ganz schön eigentlich, oder? Was der Milan da abzieht mit den beiden noch. Da bleibt kein Auge trocken. Stellt euch den mal beim Sex vor. Es ist eine Horrorkomödie. Nein, ich darf das. Ich habe Milan dafür bezahlt. Also, pass auf. Wir sind bei Russen gerade, die wir trennen sollen. Also, es geht um einen 18-jährigen Jungen, der hat eine Freundin, der möchte sich von der Freundin trennen, weil der Vater total auf diesem Kind gluckt und sagt, ey, Junge, ich breche dir echt die Beine, wirklich, wenn du meine Tochter auch nur anfasst. Der weiß aber nicht, dass die was miteinander haben. Meine Mutter spielt die Frau von dem Russen. Ich verpasse meiner Mutter sehr gerne hässliche Friesen. Einfach als Rache für die Scheiße von früher. Und meine Mutter spielt jetzt in dem Film halt eine Russin. Auch sehr, sehr lustig. Und ich versuche, das Mädchen zu trennen. Und da sagt sie, das geht nicht. Dann sage ich, warum? Und sie sagt, ich bin schwanger. Oh. Was? Du bist schwanger. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, das habe ich auch gerade erst erfahren. Herzlichen Glückwunsch. Aber sie hat auch gesagt, dass Sie der Vater sind und alle Stefan in die Schuhe schieben wollen. Ja. Sie werden das Kind anerkennen und meine Tochter heiraten. Nein. Doch. Nein, ich kann das nicht. Ich meine, wie soll das gehen? Ich, Okay, was soll das jetzt? Was macht ihr? Jetzt sollten Sie ganz schnell rennen. Ich soll rennen, okay. Stoppen Sie! Sie müssen mir versprechen, von dem Rücktrittsrecht keinen Gebrauch zu machen, okay? Ja, das mach ich. Ah, fuck! Hammer, oder? Wie das weitergeht, seht ihr dann im Kino. Ich musste ehrlich sagen, ich bin sehr stolz drauf. Ich will ja eigentlich im Herzen, ne? Bin ich ein sentimentaler, einfühlsamer Mann. Na klar. Und trotzdem möchte ich gerne ein Bad Boy sein. Ich bin ja auch ein Mann, ich habe ja auch einen und freue mich auch manchmal Dame zu denken. Und deswegen entstehen Szenen wie folgende. Muss ja auch was für die Männer mit dabei sein, wenn für die Frauen auch schon mal Szenen mit dabei ist wie ja, Arsch, wieder nackig. Muss für die Männer auch mal drin sein, ne? Für die Männer muss auch mal drin sein. Viel Spaß. Sowas habt ihr nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung. Ihr werdet niemals auch nur darauf kommen, was danach jetzt passiert. Ich lache bei sowas Tränen, ihr wahrscheinlich auch. Also ihr könnt euch doch freuen. So. Und jetzt, ihr Lieben, kommt das Finale. Girl. Wir haben ja vorhin die Szene gesehen, wie wir da in diesem Hotel, also in dem Hotel mit den, ne, hier in Frankfurt, nix, Messe, ne?
Und dann haben wir sozusagen, es geht weiter, der Milan kann immer nicht alleine schlafen und ich sage dann, okay, mit getrennten Betten und wir liegen dann zusammen oben in dem Bett. Und der Milan hat in dem Film jetzt gab er einen Aussetzer, Achtung. Regie. Mhm. Danke, liebe Regie. Vielen Dank, vielen Dank. Ah, genau, ich hab's ja, genau. Er braucht seine Allergiebettwäsche, weil der ist Allergiker. Und der Milan, der kriegt so einen Anfall und er muss eine Übung machen. Und das sieht er jetzt. Okay, okay. Oh Gott. Oh, es hilft nicht. Das ist eigentlich ein Apartment. Kannst du mir bitte helfen, Paul? Ich gebe dir auch Ruhe, versprochen. Okay. Was soll ich machen? Aufs Gesäß setzen, hier ziehen und dann drücken. Und wippen. Ja, so. Okay, komm hin. Ja. So. Ja. Okay, und wippen. Ja. Ja. Oh ja. Es löst sich. Oh. 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 Ja. Das, ne? Das sieht ja am 10. Januar im Kino. Aber eigentlich ganz lustig, oder? Ihr könnt euch echt auf einen lustigen Abend gefasst machen. 3,5 Stunden Film, 2 Pausen. Wir haben keine Kosten und Mühen geschaut. Das war's an dieser Stelle mit unserer wunderbaren Schlussmacher-Show hier. Vielen Dank, merci, goodbye, Tschüssikowski. Ja, war ein super Fan-Event, hat er richtig toll gemacht, hat sehr viel gelacht. War locker. Ja, war fresh. War auch sehr persönlich, also er hat die Fans so angesprochen. Finde ich aber gut, wenn Stars das so machen. War lustig. Die Szenen waren auf jeden Fall total toll. Und jetzt muss ich unbedingt Schlussmacher gucken, wie er im Januar. Ich wollte mich einmal erkundigen, wie es Thorsten so geht. Ich vermisse ihn nämlich ein bisschen. Lass mich den gerade. Jede Liebe ist doch einzigartig. Wichtig ist doch vor allem, was man einander geben kann. Die große wahre Liebe, die gibt's nur im Märchen. Die Liebe ist nichts für Feiglinge. Kunst. Ich liebe Kunst. Kennst du die Kunstabteilung bei IKEA? Ich könnte mich da totstöbern.